Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens haben wir unser sehr einseitiges Gespräch mit unserem lieben Herrn Möchtegern Tempelwache geführt. Ja. Guckt euch die letzte Folge an, dann wisst ihr, worüber wir getalkt haben. Es ist genug. Es ist einfach genug. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du bist feige! Du hast hier keine Autorität! Der Wandel geschieht bereits. Nee, ich will hier auf die Putze hauen. Er hat kein Mitleid oder so verdient. Du hast hier keine Autorität. Du bist feige. Komm, du glaubst drauf. An das alte Regime, aber nicht genug, um dafür auch zu sterben. Schöne Überzeugung. Heidim, meine Überzeugung strahlt wie die Mittagssonne. Dann vertreibe doch mich und den Osseram. Ich kann nicht. Dachte ich mir. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Badass. Jedes Mal, wenn ich Ihnen erklären will, wie blöd Ihr Aberglaube ist, sehen Sie beleidigt ab. Ich soll mit euch reden. Könnt ihr nicht kurz stehen bleiben? Ihr könnt ja nachher weiter beten. Hallo, das sieht ein bisschen aus wie Olin übrigens, mal kurz angemerkt. Hi. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Je länger wir hier bleiben, desto mehr wird es sich anfühlen. Okay. Also findet jetzt quasi auf so einer Art Friedensmission, oder sehe ich da gerade was falsch? Ich glaube, ich sehe da ziemlich... Oh! Alter, wer ist da jetzt weiter gerannt? Alter, Eloy! Du machst mich echt schwach, Fräulein. Fräulein. Nimm ihn darüber. Ich muss rein aus Interesse. Überlebt mal das, wenn ich dann ins Wasser springe. Reines Interessenspiel gerade. Ne, ernsthaft jetzt. Es ist. Nee. Überlebt man das? Sieht aus, als wärst du eine von hier, Nora. Woran sieht man eigentlich noch, dass ich eine Nora bin? Ich würde gerne testen, ob ich das überlebe, ins Wasser zu springen. Und hier wird es auch schon dschungelhafter, das finde ich schön. Oder ist das immer noch nur die Oase? Ich glaube, das ist immer noch nur die Oase. Was schade ist. Obwohl ich aus sicheren Quellen weiß, dass hier unten, ne? Also hier, in dem Gebiet hier, dass es ziemlich viel grüner wird. Also da soll schon... ziemlich viel grüner werden. Hui! Kleiner Tipp, wenn man irgendwo einen Abhang runter muss, wo man nicht genau weiß, kriegt der Fallschaden oder nicht, einfach rollen. Wenn sie eine Rolle macht, macht sie da, kriegt ihr keinen Fallschaden. Ich weiß nicht, ab... welcher Höhe dieser Effekt aufhört zu wirken, aber... Blümchen. Ich brauche Heilung, verdammt. Ich brauche kein... Ja, bitte. Mitschwein. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das ist wohl wahr, mein Fräulein. Ich weiß, wir brauchen keinen Reinhold, aber ich nehme es einfach trotzdem mal mit. Alles klar. Lauf einfach gegen die Strömung. Und zwar durchs Wasser. Ja, ist gut. Ja, gleich so tief ist es ja gar nicht. Was ist das denn? Ein Lachs! Nice. Und Wächter. Ich muss mich bewegen, sonst friere ich ein. Was? Wie viele Wächter sind hier bitte? Mann! Den ich schon wieder einen Heiltrank. Alter, habe ich den gerade da hinten getriggert? Habe ich gerade den ganz da hinten getriggert? Alter, ich wollte dich. Komm her hier. Das war schneller wie der andere, wenn es geht. Danke. Komm her. Fuß. Mutti überbrücken. Da machen wir eine Randale. Komm, wir räumen das hier auf. Alter, schneller wie der andere, bitte. Ja, okay. Ich bin nicht da. Du kommst bitte auch her. Und schau. Bis dann. Auch Fuß. Da ist noch ein anderer da danach, ne? Okay.
Dann würde ich sagen, lassen wir uns einen kleinen Fight. Ihr zwei, ihr regelt das doch, oder? Ihr regelt das, ne? Doch, zur Sicherheit lade ich schon mal meinen Bogen. Okay. Bitchfight. Okay, ich gehe mal ein bisschen... Dein Ernst? Du hast sie echt weit gebracht. Alter. Was hat mir die Maschine gebracht? Okay, die hat ihn leicht destroyed, aber... Aber auch... Die ganze Geschichte. Der kann auch keine Verstärkung rufen. Hier ist nichts mehr mit Verstärkung. Spule Feuer. Okay, okay, okay. Okay, looten wir das auch mal doch, ne? Was ist hier? Reinholz. Ich brauche kein fucking Reinholz mehr. Ich brauche Metallscherben, bitte. Ja, es gibt immer noch einen Kriegsbogen, den ich gern hätte. Wir haben erst 300 Metallscherben, wir brauchen irgendwie 800 oder so. Maschinenkern klein. Sehr schön. Reinholz. Ist das Reinholz? Nein. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Durchsuchen Wächter, ja, gerne. Draht und Scherben, das ist eine gute Kombi. Draht für Munition, Scherben für dein OP-Bogen. Wie weit müssen wir denn noch? Okay, wir müssen da hoch nachher, okay. Und das ist wesentlich näher, okay. Wie komme ich denn da am besten hoch? Warum schimmert denn das hier so komisch? Ist das Wasser, was hier runterläuft, oder was ist das? Das muss der Sonnensteig sein, den der Vanuk bemalen will. Aua. Ja, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Hallo? Nee, ernsthaft, wie komme ich da hoch? Komme ich hier hoch? Ich weiß, es ist da oben, aber ich habe keinen Flyhack. Tut mir leid. Gibt's das für das Spiel? Ich habe keine Ahnung. Für Fumbles wäre das eigentlich ganz geil. Komme ich hier denn hoch? Es sieht richtig aus. Es sieht wirklich richtig aus. Alter, wie geil das Gebiet einfach aussieht. Okay, ich bin ein kleiner Fan von dem Gebiet hier. Sieht so richtig schön dschungelhaft aus, auch wenn es nur eine kleine Oase ist. Obwohl ich glaube, das ist eine kleine Oase. Vielleicht geht es hier hinter der Stadt weiter. Und das ist einfach ein Dschungelgebiet, und das am Rand von der Steppe, Wüste etc. steht. Oh ne. Grauhabicht. Versuch mal. Da muss man ein bisschen höher ziehen mit dem Präzisionspfeil. Oh, fuck you! Okay, wir nehmen die Kriegspfeile, wir brauchen ein bisschen schneller sein. Na geil, danke auch. Jägerpfeile, so ist das. Nicht runterrollen, ey Leute, das ist saugefährlich gerade. Alter, hier zu kämpfen ist so dumm. Ich geh einfach weiter. Ich will doch nur deinen Beutel treffen. Okay, ich hol dich jetzt runter. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Abgetrennt. Ich hab noch so ein anderer Dulli hier. Oh shit. Sein Eisbeutel zu schießen ist so OP. Da kommt er her! Null Probleme! Komm her! Alter! Da konnte ich gerade noch ausweichen! Easy! Einer ist hier doch noch, okay. Komm doch her! Okay, der Rassler ist so inaktiv bei solchen Sachen. So, kann man den ganzen Waffen hier verlieren? Ich muss den Beutel treffen. Nice! Einen Eisbeutel zerstört, das ist so effektiv. Jetzt kommt er nämlich hier runter. Komm her.
Easy. Gut, loot ich dich halt nicht. Dann ist noch Zeug. Was seid ihr? Stürmer. Hey, mit Stürmern lege ich mich nicht mal an. Das hab ich aufgegeben. Nee, das machen wir nicht. Ach, der hat blaues Zeug. Finde ich gut. Grau habe ich der. Das hat man ja noch nie. Hat man wirklich nicht. Ausnahmsweise mal keinen Sarkasmus. Die Stürmer dort könnten auch mal ein bisschen locker lassen. Danke. Der Pfad hier, der ist schon episch. Sind wir denn mal oben? Hier, hi. Wir haben euch gerettet. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Schön. Schön, schön, schön. Ich danke dir, Jägerin. Schönes Graffiti. Ist das nicht exakt das gleiche Zeichen wie damals bei dem Banuk, also letzte Folge oder vorletzte Folge? Ich weiß nicht, wann wir genau das Zeichen an der Wand gesehen haben. Die eine Felsmalerei, die sah, glaube ich, nicht ganz genauso aus, aber so ähnlich. Was soll das denn jetzt genau darstellen? Eigentlich hat eine Felsmalerei ja eine Bedeutung, aber was, das kann ich irgendwie nicht deuten. Nee, kann ich nicht deuten. Wenn du zu mir wärst, ab in die Kommis. Ey, Leute! Mach mich schwach. Was ist das? Ja, Metallblumen! Nice! Ich weiß, dass noch auf eine Antwort wartet. Ich kann mich hier irgendwo abseilen, denn sonst ist das uncool. Hallo! Darf ich abseilen? Ich darf mich hier nicht abseilen? Okay. Dann halt nicht. Bin ich tot, wenn ich da Free Climb runter... Ja, da bin ich tot, wenn ich da Free Climb runter springe. Alles klar. Gibt's denn hier irgendwo eine Option zum Abseilen? Oder gibt's hier noch irgendwo ein Secret? Wenn wir schon hier oben sind. Ich muss doch irgendwo eine Location zum Abseilen gehen. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass es hier nichts zum Abseilen gibt. Ist das hier kein Blümchen? Okay, ist kein Blümchen. Alles klar. Alter, sieht schon krass aus. Das sieht schon krass aus. Aber hier sieht man auch wirklich, dass das hier... Was ist das denn? Das ist nicht die Stadt. Das ist nicht die Stadt. Hier unten geht es ja noch mega weiter mit dem Dschungel, glaube ich. Ich glaube, hier unten sind wirklich die grünen Lande. Kann das sein? Oder sieht es ziemlich deutlich grüner aus wie... Oh, Meridian. Wir müssen so ein bisschen in die Richtung. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen runter. Okay, doch. Wir kriegen doch falsch an. Okay. Vergesst meinen Tipp. Okay, aber doch, mit kurzen Entfernungen geht's. Okay, ich brauch Blümchen, Leute. Okay, das ging auch noch, sehr schön. Da unten sind Stürmer, das... Nee. Okay, aber die Stürmer sind, glaube ich, weg. Nachts sind ja die Maschinen doch deutlich inaktiv, habe ich das Gefühl. Ich weiß, das Gefühl habe ich schon damals geäußert, als wir das Let's Play begonnen haben, aber... Blümchen! Nee, das Verderbnis, ich brauch kein... Ja, okay, das war sogar ein Feuerreflexions... Gedöns. Also, ja. Sind wir da vorne schon? Ja. Hier ist ein... Aua. Hey, Leute. Du bist doch sonst so badass. Hier ist Wasser. Das ist mir nie sympathisch, weil es gibt Schnappmäuler im Spiel. Krokodile auf Deutsch, für die, die sich nicht noch hier gesehen haben. Die Utaru sich verabschieden. Die Utaru? Macke. Da drin wahrscheinlich, ne? Was ist das denn? Schnappmaul. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Warum wusste ich es? Müssen wir den beseitigen oder ist er uns Schnuppe? Sind das seine Augen, die da leuchten? Ne, okay, ist ein Behälter. Ich dachte schon, wie geil. Jetzt chillt er, ne? Erledige Schnappmäuler. Alles klar. Hat der Waffen? Schießt er mit irgendwas?
Munition ist aufgezogen. Egal. Okay, der kann auch ballern. Alter, das ist der Zweite. Alter, wo ist der? Alter, was? Hör auf, hier reinzuballern. Alter, was ist das? Gatling Gun oder wie? Kannst du mal getroffen am Arsch lecken hier. So. Das reicht hier. Alter, der kann immer noch ballern. Ich dachte, die hat die Knarre runtergeschossen. Anscheinend wohl nicht. Ich will auf deinen Lohebehälter schießen. Jetzt komm wieder rauf. Schieß hier halt derweil auf deinen Kollegen. Geil. Ich lade drei Pfeile. Alle landen in diesem Pfosten. Ich hab keinen Bock, die Kiefer von denen anzusehen. Ey, nein! Alter, ich friere hier ein. Alter, das hat so eine extreme Streuung. Alter! Dieser Eiseffekt, er ist OP! Ich finde auch gut, dass die einfach im Wasser bleiben und nicht rauskommen. Finde ich äußerst sozial. Ach, hi! Wie läuft's bei dir? Okay, man kann dir nicht stunnen. Alles klar. Und ich sage auch noch, bin froh, dass die nicht rauskommen. Gehst du mal bitte weg? Oh, Scheiße. Alter, da bin ich unten durchgesprungen fast. Alter! Komm hier, Nahkampf! One on one! Alter! Es wird nur einer überleben! Ah, du Scheiße! Ey, nein! Wie bin ich denn gerade auf Risiko gegangen? Alter! Das war fucking riskant. Das war viel zu riskant, das kann ich nicht mitnehmen. Schnappbaulinse, werden wir auch gar nicht brauchen, oder? Wenn doch, besorgen wir uns das. Das Zeug haben, was der gedroppt hat. So sagt, was wir von seinem Rücken geballert haben. Alter, das ist das Geile an Zersprengungsfall. Man ballert einfach alles runter. Es war nachher ein bisschen mühsam am Aufsammeln, aber ich nehme den Kühlsaft trotzdem mit, weil den kann man ganz gut verkaufen. Ich will den Kühlsaft mitnehmen. Hallo. Ja gut, dann halt nicht, ne? Okay, das ist ein kleiner Bug hier im Wasser. Kann das sein? Ja, okay. Du scheinst zu tief zu sein. Kann das sein? Ja, der Kühlsaft ist unten. Ja komm. Ich will den Kühlsaft haben. Kühlsaft. Och Mann. Lass mich mal mit deinem Kühlsaft. So Kühlsaft geil bin ich auch nicht. Es liegt da unten blaues Teil. Ist das dein Ernst? Okay. Ich bleib dabei. Ach so, der Punkt für den Drop quasi. Auch wenn die Leiche oder Maschinenüberreste an, auf der Wasseroberfläche treiben, sind trotzdem die Drop. Also die Drop Hinweise. Also dass da was gedroppt wurde. Alter, Rayon, hör auf. Die sind dann doch unter Wasser. Völlig durchnässt. Zum Glück. Hey. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Was? Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Ich will deinen Umhang haben. Ich will einen fucking Umhang haben, Leute. Ah, okay, dann kehren wir zum traurigen Tutti zurück.
Wie weit ist es dann? Ach, 590 Schritte ist ja nichts. Das Stürmer, bitte. Nice. Es kommt doch, glaube ich, immer das beste Reittier. Wenn man schon mal das beste Reittier gerückt hat, was ja im Moment der Stürmer für uns ist. Ich weiß nicht, ob später noch ein besseres Reittier geben wird. Aber es kommt immer das beste Reittier, wenn man es herbeiruft. Finde ich schön. Finde ich gut, dass wir das geskillt haben. Finde ich sehr gut. Sonst müssten wir immer extra eine Maschine überbrücken. So können wir immer welche herbeirufen. Finde ich sehr cool. Ich weiß, dass etwas hinter uns ist, ja. Okay, wir helfen denen mal. Nee! Sprengungsfall. Alter, was? Nimm nicht die OP-Tränke, ja mal. Alter, hör doch auf hier zu spammen! Ich hab keine fucking Munition! Ich wollte doch nur zurück zur Stadt! Und die lassen mich nicht! Ich will auf den zweiten Lorbeelder schießen, verdammt! Easy! Jetzt kommt ja auch noch der zweite Parallel, oder was? Ich kann ja nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen! Leute, helft mir mal! Ich helfe doch euch auch! Alter! Wenn da viele da sind, sind die doch heftig! Ich treffe doch sogar die Lorbeelder! Easy! Boah! Alter, wenn ich nicht so ein No-Scope wäre, was wäre dann? Feuerspule. Für den Kriegsbogen wahrscheinlich wieder. Hi. Alter! Kannst mich mal. Haben wir die jetzt gerettet? Da schwimmt noch einer. Ich glaube, den werden wir mal getrost liegen lassen, oder? Obwohl das was Grünes ist, das will ich haben. Warum eure Sachen? Banditenschwerte, Wüstenglas, brauche ich keinen. Wo ist der Pony? Pony! Fuß! Wo sind wir denn? Ach, hi, Pony. Sehr schön. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich wahrscheinlich auch in der Stadt sein. Ich werde offscreen zurücklaufen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der Stadt. Denn, ja, auch noch mit Zeit wurde schon wieder mal überschritten. Aber egal. Leute, lasst mir konstruktive Trick und ein paar andere Kommis da. Und ja, gebt eine Bewertung ab. Und ich sage einfach, Ryan sagt ciao, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, Leute.